Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Um ihren Mann zu schützen, macht Mara eine Falschaussage. Anwältin Katharina Hellbach will sie vor dem Gefängnis bewahren. Aber weißt du, ich habe eine Idee. Glaubst du, dass du sagen könntest, dass du gefahren bist? Warum wollen Sie denn die Schuld für Ihren Mann hier auf sich nehmen? Ich meine, es kann sein, im schlimmsten Fall, dass es hier nicht bei einer fahrlässigen Körperverletzung bleibt, sondern dass wir im Bereich einer fahrlässigen Tötung sind. Wenn Sie jetzt geständig sind, dann wird sich das ganz erheblich auf Ihr Strafmaß auswirken. Aber die Wahrheit ist ja, dass ich es nicht gewesen bin. Ey, ich fass das gerade nicht. Mara und Sven Schütz leben mit ihrer 8-jährigen Tochter Jacqueline in Berlin. Sven ist Busfahrer und schiebt momentan viele Überstunden. Als Mara ihn mit dem Auto von der Arbeit abholt, besteht Sven darauf zu fahren, obwohl er völlig übermüdet ist. Ein Entschluss mit schrecklichen Folgen. Ey, sag mal, hast du gerade gepennt? Nein, Quatsch. Jetzt sicher. Ich hab's doch genau gesehen. Sven, das war ein Sekundenschlaf. Fahr mal nach vorne rechts ran, ich fahr weiter. Hey, mach mal keinen Stress, alles ist gut. Mann, Sven, ich hab da vorhin extra noch gefragt, ob ich fahren soll, weißt du? Deine Augen sind die ganze Zeit am Zufallen. Du weißt doch, wie gefährlich das ist. Scheiße. Sven hat eine Frau angefahren. Janine Weiß wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sven und Mara haben den Unfall körperlich unbeschadet überstanden. Nach einem kurzen Check-up wurde das Ehepaar aus dem Krankenhaus entlassen. Mara steht unter Schock. Doch Sven hat bereits ganz andere Sorgen. Bevor sie im Polizeipräsidium zu dem Unfall aussagen, macht der Busfahrer seiner Frau einen ungeheuerlichen Vorschlag. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, Sven. War echt ein schlimmer Unfall. Da kann keiner was dafür. Ja, ich sehe aber die Frau noch, wie sie auf dem Boden liegt, vor und direkt vor dem Auto. Ich hoffe, der Frau wird es wieder besser gehen, aber ich mache mir momentan, auch wenn es total unpassend ist, echt Sorgen um meinen Job. Du machst dir Sorgen um deinen Job? Sven, du hast momentan ganz andere Sorgen. Überleg doch mal. Ich habe eine rote Ampel überfahren. Und Punkt in Flensburg habe ich auch. Dann bin ich meinen Job los. Scheiße. Das auch noch? Weißt du was? Ich hab da eine Idee. Was denn? Glaubst du, dass du sagen könntest, dass du gefahren bist? Du könntest doch auch sagen, dass die Ampel noch dass auf grün war. Gefahren? Sag mal, Sven, spinnst du? Ich kann hier solche Lügengeschichten nicht erzählen. Und schon gar nicht bei der Polizei. Ja, Frau Schütz, bitte? Wenn Sven seinen Job verliert, dann wäre er noch mal arbeitslos. Das haben wir alles schon hinter uns. Aber für ihn lügen? Mara ist entsetzt von Svens Aufforderung. Doch sie weiß, was für ihre Familie auf dem Spiel steht. Sven verdient das Geld und wenn er wieder seinen Job verliert, könnte ihre Ehe endgültig daran zerbrechen. Deshalb trifft die 28-Jährige eine folgenschwere Entscheidung. Lassen Sie sich Zeit, Frau Schütz, bitte ganz ruhig. Und dann mit eigenen Worten, bitte. Ich bin gefahren. Und es war grün. Und dann gab es halt so einen richtig lauten Knall. Und ich habe auch sofort gebremst. Und dann lag die Frau plötzlich vor unserem Auto, direkt davor. Also geben Sie an, dass die Ampel in Ihre Fahrtrichtung grünes Licht abgestrahlt hat, als Sie in die Kreuzung eingefahren sind? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, vielleicht. Ist alles in Ordnung, Frau Schütz? Sollen wir einen Doktor rufen oder geht's? Schon gut. Mir geht's gut. Wir waren auch schon im Krankenhaus. Alles okay. Sie sehen ja, wie schlecht es meiner Frau geht. Ich würde sie jetzt einfach gern nach Hause bringen, wenn das möglich ist. Dann brechen wir an der Stelle hier ab für heute. Und in den nächsten Tagen kommen Sie bitte noch mal vorbei, Frau Schütz. Damit wir den Sachverhalt hier endgültig aufnehmen können. Und dann soll es das für heute erstmal gewesen sein. Danke für Ihr Kommen. Okay. Gedanken auch. Ja. Wiedersehen, Herr Schütz. Tschüss. Kurz darauf kommen Mara und Sven völlig erschöpft nach Hause. Erst jetzt wird der 28-jährigen Hausfrau bewusst, wie sehr sie die Falschaussage belastet. Doch Sven lässt Maras Bedenken nicht gelten. Schatz, du bist das Wichtigste für mich. Wir,
die Familie. Und ich finde es toll, dass du das machst. Aber du machst das für uns. Ich meine, wenn ich den Job los bin, dann sind wir alle im Eimer. Ja, und was ist, wenn die das rausbekommen? Dann muss ich bestimmt ins Gefängnis gehen. Ach, du musst doch nicht ins Gefängnis wegen so einem Kleinkram. Und wie sollen die das rausbekommen? Weiß ich nicht, die kriegen alles raus. Alles kriegen die noch. Jede Kleinigkeit bekommen die raus. Egal, was es ist, irgendwie schaffen die das immer. Und Kleinigkeit, es ist ja wohl keine Kleinigkeit, wenn du eine Frau angefahren hast. Die haben doch gesagt, sie ist außer Lebensgefahr. Also alles wird gut. Und was ist, wenn die nicht außer Lebensgefahr ist? Wer weiß? Schatz, jetzt mach dir doch mal keinen Kopf. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt zusammenhalten. Und dass du das alles mitmachst, beweist mir doch, wie sehr du mich liebst. Schatz, wir schaffen das. Okay? Okay. Ich danke dir, Süße. Ich liebe dich. Ich dich auch. Was ist los? Nix. Nichts, gar nichts, Süße. Wie war es heute Nachmittag bei Selina? War schön? Habt ihr schön gespielt? Soll ich uns was zu essen machen? Irgendwas Leckeres? Sven hat schon recht. In einer Ehe muss man zusammenhalten. Der Frau, der geht's garantiert bald wieder besser. Also warum soll ich jetzt alles aufs Spiel setzen? Mara hat Sven versprochen, trotz ihrer Zweifel weiterhin zu behaupten, dass sie den Unfall verursacht hat. Die Hausfrau möchte nun aber genau wissen, was strafrechtlich auf sie zukommen kann. Zwei Tage später haben Mara und Sven einen Termin bei Rechtsanwältin Katharina Hellbach. Sie haben mir vorhin erzählt, die Geschädigte ist von links über die Straße gelaufen. Genau, von links. Mich wundert es ein bisschen. Also das ist ja eine wirklich wichtige Information. Und laut Ermittlungsakte hatte die Polizei festgestellt, genau, dass die Dame von rechts über die Straße gelaufen ist. Ja, dann war es vielleicht von rechts gewesen. Das spielt doch überhaupt keine Rolle, ob das von rechts oder von links gewesen ist. Die Frau ist bei Rot über die Ampel gegangen und hat damit Pech gehabt. Meine Frau hat noch versucht zu bremsen und konnte da auch nichts mehr machen. So wart doch, Mara. Also Herr Schütz, bei aller Liebe, das spielt sehr wohl eine Rolle, ob die Frau von rechts oder links gekommen ist. Ich meine, das ist hier natürlich ganz wichtig für die Aufklärung des Verkehrsunfalls. Sagen Sie, bestände die Möglichkeit, dass ich mich vielleicht mit Ihrer Frau mal kurz alleine unterhalte und Sie draußen Platz nehmen würden? Nö, wieso denn das jetzt? Ist nur 2 Minuten. Dann haben wir das alles hier geklärt. Ja, verstehe ich doch jetzt nicht. Wir sind doch jetzt auch zusammengekommen. Warum soll ich denn jetzt rausgehen? Ja, vielleicht hat sie einfach nur noch ein paar Fragen an mich ganz alleine, weiß ich. Ist klar, natürlich. Vielen Dank, Herr Schütz. Ja, bitteschön. Jetzt nochmal, also ganz in Ruhe. Nach Ihrer Erinnerung, kam die Frau von links oder von rechts? Von links. Sie ist von links gekommen. Also ich habe halt eben den Eindruck, als ob Sie mir hier nicht ganz die Wahrheit sagen. Alles, was Sie hier erzählen, da erzählt Ihr Ehemann einen ganz anderen Ablauf. Und ich habe den Eindruck, als ob er Ihre Version hier unterbinden möchte, dass ich die gar nicht höre. Nein. Es wäre für mich aber ganz wichtig, hier die Wahrheit zu erfahren, denn nur so kann ich sie vernünftig verteidigen. Ja, ich habe solche Angst deswegen. Es war doch ein klein wenig anders, als wir es vielleicht zu Protokoll gegeben haben. Frau Schütz, los, geben Sie sich einen Ruck. Ich bin nicht gefahren, er ist gefahren. Er ist gefahren. Und dann plötzlich, auf einmal stand die Frau auf der Straße und das ging alles so schnell. Plötzlich stand sie da und sie hatte eigentlich grün und wir hatten rot und... Alles klar. Ich denke, jetzt kommen wir der Wahrheit schon deutlich näher. Jetzt frage ich mich natürlich, warum wollen Sie denn hier die Schuld für Ihren Mann auf sich nehmen? Ich meine, da muss es schon einen gewichtigen Grund geben und ich halte das ehrlich gesagt für einen riesengroßen Fehler, was Sie hier vorhaben. Was hätte ich denn machen sollen? Mein Mann ist Berufskraftfahrer, der hätte sofort seinen Job verloren, er wäre seinen Job los. Ich habe gar keinen Job, also wozu sollen wir denn groß die Wahrheit sagen? Das bringt doch alles gar nichts mehr. Wir sind jetzt im Bereich einer fahrlässigen Körperverletzung. Da sieht der Gesetzgeber eine Geldstrafe vor oder sogar eine Freiheitsstrafe. Ich meine, das ist jetzt bei Ihnen relativ unwahrscheinlich. Aber die Dame wurde so schwer verletzt, dass es hier auf jeden Fall zu einem Urteil kommen wird. Und auch wenn Sie dann möglicherweise nicht vorbestraft sind, steht das trotzdem in Ihrem polizeilichen Führungszeugnis. Jetzt arbeiten Sie nicht, aber Sie wollen sich mal irgendwo bewerben. Der Arbeitgeber holt sich das polizeiliche Führungszeugnis und dann steht da eine Eintragung drin. Das kann Ihnen wirklich Steine in den Weg werfen für Ihre Zukunft. Aber das kann ich meinem Mann nicht antun. Und der Frau geht's auch gut. Die hat leichte Verletzungen. Nee, da liegen Sie falsch. Also meine letzte Information, ich habe heute gerade noch mal angerufen, ist, dass die auf der Intensivstation liegt und ganz massive Verletzungen. Was? Die liegt auf der Intensivstation? Ich dachte, ihr geht's besser. Es kann sein, im schlimmsten Fall, dass es hier nicht bei einer fahrlässigen Körperverletzung bleibt, sondern dass wir im Bereich einer fahrlässigen Tötung sind. Und da gibt es natürlich ganz andere Strafen für. Vielleicht mache ich wirklich einen Fehler.
Die Anwältin, die hat mir gerade solche Angst gemacht. Und dass die Frau, dass sie auf der Intensivstation liegt. Was mache ich denn jetzt? In den nächsten 2 Tagen hat sich Mara mehrfach im Krankenhaus nach dem Unfallopfer Janine Weiß erkundigt. Doch sie bekam nie eine Auskunft. Jetzt muss sie die schreckliche Wahrheit aus der Zeitung erfahren. Diese Schuld will die junge Mutter nicht auf sich nehmen. Sie versucht Sven zu überzeugen, dass er bei der Polizei alles richtig stellt. Doch da beißt Mara bei ihrem Ehemann auf Granit. Weißt du, was wir für Probleme kriegen, wenn ich jetzt meinen Job verliere und so weiter und so fort? Sven, wir haben es jetzt alles durchgestanden. Alle Probleme, die wir hatten, wir konnten alles bewältigen. Dann werden wir auch das durchstehen. Mara, dafür gibt es keine Lösung. Und das weißt du auch. Also beruhig dich jetzt bitte. Du willst also wirklich es darauf hinauslaufen, dass ich verurteilt werde? Dass ich vielleicht ins Gefängnis komme? Es ist ja auch ein bisschen deine Schuld. Hättest du mich nicht vollgelabert, wäre doch der Unfall gar nicht passiert. Sag mal, spinnst du? Sven, das ist eine Schuldzuweisung. Ich lasse diese Schuldfrage nicht länger auf mir sitzen. Entweder klärst du das oder ich klär's. Wenn du das machst, dann war's das mit uns beiden. Dann bin ich weg. So wichtig ist dir also unsere Familie? So wichtig? Sven, ich erkenne dich nicht wieder. Ich will doch einfach nur, dass du erst mal abwartest, was passiert. Mehr verlange ich doch gar nicht. Abwarten, abwarten. Worauf soll ich denn warten? Die Frau ist tot. Unsere Anwältin hatte recht gehabt. Ich kann die Schuld nicht länger auf mir sitzen lassen. Wie die Anwältin? Bist du bescheuert? Hast du etwa mit der geredet? Sicher habe ich mit ihr geredet. Weißt du, wie beschissen es mir ging? Ich musste mit jemandem darüber reden. Sag mal, bist du wahnsinnig? Du machst gefälligst das, was ich sage. Du hältst die Klappe und ich gehe jetzt auf Arbeit und versuch für uns wenigstens noch ein bisschen Geld zu verdienen, solange das noch möglich ist. Sven, was ist denn mit dir los? Ich erkenne dich überhaupt gar nicht wieder. Ja, soll los sein. Ich habe gedacht, ich könnte mich auf dich verlassen. Du kannst dich immer auf mich verlassen. Ich halte immer zu dir, immer, egal was passiert ist. Das merke ich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Sven, wir sind noch nicht fertig. Ja, ich glaube, meine Frau denkt einfach nur an sich. Wo ist denn das Problem? Sie wird schon nicht in den Knast kommen. Ja, aber ich könnte meinen Job verlieren. Das scheint sie überhaupt nicht zu interessieren. Mara ist tief enttäuscht von Svens rücksichtsloser Reaktion. Sie hat sich entschlossen, die Wahrheit zu sagen. Noch am selben Tag trifft sie ihre Rechtsanwältin Katharina Hellbach, um mit ihr das weitere Vorgehen zu besprechen. Sven hat mir gedroht, er wird mich verlassen, wenn ich zur Polizei gehen sollte. Und das möchte ich natürlich auf keinen Fall. Ja, aber Frau Schütz, was ist denn Ihre Ehe noch wert, wenn Sie jetzt hier dem Druck Ihres Mannes nachgeben und für irgendwas den Kopf hinhalten, woran Sie gar nicht schuld sind und möglicherweise nachher sogar eine Gefängnisstrafe antreten? Ja, was soll ich denn machen, wenn ich ganz alleine auf mich gestellt bin? Wie soll ich denn über die Runden kommen, ohne Job, ohne Geld? Frau Schütz, ich bitte Sie, ja, Sie kriegen Unterhalt von Ihrem Mann, Sie können sich ja auch wieder eine Arbeit suchen und außerdem, ich meine, zur Not gibt es immer noch staatliche Leistungen. Ich verstehe es mir noch nicht, wie er uns das antun konnte. Naja, ein bisschen zu verstehen ist es schon. Er hat natürlich Angst wegen der Konsequenzen. Er verliert hier seinen Job, wenn das alles rauskommt. Meines Erachtens ist es aber trotzdem kein Grund, dass er Sie damit reinzieht. Man muss halt dazu stehen, ne? Aber was mache ich denn, wenn die Polizei mir nicht glaubt? Naja, ganz einfach ist die Sache natürlich nicht. Das Beste wäre, wenn Ihr Mann hier einfach selber zur Polizei geht und sagt, dass er gefahren ist. Das können Sie total vergessen. Das wird er niemals machen. Niemals. Der denkt doch an sich nur. Ja gut, ich könnte noch mal versuchen, mit ihm zu sprechen. Also vielleicht hört er ja auf mich, dass wir ihm noch mal die Situation erklären. Das wäre nett, wenn Sie das machen würden. Na, dann machen wir das einfach. Okay. Kommen Sie. Mara und Anwältin Katharina Hellbach treffen Sven in seiner Mittagspause an. Sie hoffen, den Busfahrer im Guten davon zu überzeugen, der Polizei die Wahrheit zu sagen. Doch zu Maras Entsetzen geht ihr Ehemann voll auf Konfrontation. Ich werde nicht länger meinen Kopf für dich hinhalten. Du musst zur Polizei gehen und das klarstellen. Und egal, was passiert, ich stehe hinter dir. Also ich weiß gerade überhaupt nicht, was du meinst. Herr Schütz, wir meinen es ja nur gut mit Ihnen. Ich meine, hören Sie doch bitte auf zu lügen. Wir wissen alle, dass Sie den Unfallwagen gefahren sind und nicht Ihre Frau. Wenn Sie jetzt geständig sind, dann wird sich das ganz erheblich auf Ihr Strafmaß auswirken. Wenn Sie weiter bestreiten, dann könnte das wirklich übel ausgehen. Das ist ja schön. Ich würde auch gerne die Wahrheit sagen. Aber die Wahrheit ist ja, dass ich es nicht gewesen bin. Und dass du den Nerv hast, hier mir die Schuld in die Schuhe zu schieben. Mara, das ist ja wirklich das Allerletzte. Ey, ich fass das gerade nicht.
Frau Schütz, es scheint ja keinen Zweck zu haben. Ihr Mann will ja offensichtlich nicht mit uns reden. Dann können wir auch gehen. Also der Herr Schütz ist ja wirklich ein unangenehmer Zeitgenosse. Ich meine nicht nur, dass er seine Frau hier ins offene Messer rennen lässt und einen auf unschuldig macht. Nein, er fängt auch noch an, sie emotional zu erpressen. Ich bin mir sicher, dass der meiner Mandantin das Leben noch zur Hölle macht. Die Fronten zwischen den Eheleuten sind verhärtet. Mara hat ihre Aussage zurückgenommen und Sven angezeigt. 3 Tage später wird der Busfahrer erneut verhört. Obwohl sie von Svens Verhalten abgestoßen ist, will die junge Mutter um ihrer Tochter willen ihre Ehe nicht kampflos aufgeben und fängt ihren Mann nach seinem Termin ab. Mann, meinst du, mir ist das leicht gefallen? Aber du musst auch mich bei der ganzen Sache verstehen. Pass mal auf, du hast getan, was du für richtig hältst. Also was willst du jetzt von mir? Ich wollte dir einfach nur mal sagen, ich liebe dich. Und ich stehe immer hinter dir, egal was passiert, egal was. Vor allen Dingen jetzt, wo die Polizei alles weiß. Die Polizei weiß genau das, was für unsere Familie das Beste ist. Ich glaube das nicht, Sven. Du hast schon wieder gelogen. Du hast dich schon wieder angelogen. Dir geht's doch gar nicht um unsere Familie. Dir geht's überhaupt nicht darum. Ich hätte alles für dich gemacht, Mann, alles. Ich hätte immer hinter dir gestanden. Weißt du, wie sehr du hinter mir stehst? Das merke ich schon die ganze Zeit. Das kannst du doch vergessen. Du denkst nur an dich. Ich denke nur an mich? Sag mal, jetzt drehst du ja alles um, oder was? Du bist doch im Endeffekt der Schisser. Du hast doch Angst. Und gib das doch jetzt einfach mal zu. Ich bin der Schisser? Du hast doch die Hosen voll. Für dich steht doch überhaupt nichts auf dem Spiel. Du hättest vielleicht eine Bewährungsstrafe bekommen. Und für mich? Für mich ist alles im Arsch. Schönen Dank. Mann, Sven, wir hätten für dich einen neuen Job gefunden. Wir beide zusammen. Wir hätten das durchgestanden. Wir haben schon ganz andere Zeiten durchgestanden. Ja. Das kriegen wir auch wieder hin. Natürlich. Weil die Jobs ja hier auch einfach auf der Straße rumliegen. Weißt du was? Ich habe keinen Bock mehr darauf. Du wirst jetzt da reingehen und die Sache richtig stellen. Oder ich reiche die Scheidung ein. Sven, denk doch mal an Jackie. Denk an unsere Familie. Ja. Es gibt immer schlechte Zeiten und es gibt auch immer wieder gute Zeiten in einer Ehe. Pass mal auf. Du hast mir schön das Messer in den Rücken gerammt. Und da brauchst du auch nicht an die schönen Zeiten denken. Und sind wir mal ganz ehrlich, unsere Beziehung läuft doch in letzter Zeit absolut beschissen. So viel sind wir dir also wert, ja? So viel? Weißt du was? Du merkst anscheinend gar nicht, wie du dich in letzter Zeit hast gehen lassen. Du machst nichts mehr. Du liegst nur noch zu Hause faul rum. Und weißt du was? Ich hab da keinen Bock drauf. Ich werde mir einfach eine andere suchen und mit der noch mal ganz von vorne anfangen. Ich glaub das nicht. Schönen Dank, Sven. Danke. Ja, glaubst du. Weißt du was, Mara? Du ekelst mich an. Das hat gesessen. Ich weiß, dass er mir im Endeffekt damit nur wehtun wollte. Aber trotzdem tut das weh. Und ich, blöde Kuh, versuche auch noch unsere Ehe zu retten. Geh extra zu ihm, such das Gespräch und dann sowas. Das ist echt das Letzte. Nach diesem Gespräch haben sich Mara und Sven getrennt. Und kurz nach seinem Auszug hat Sven auch seinen Job als Busfahrer verloren. 2 Monate später wird der 32-Jährige wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Nach der Verhandlung begleitet Anwältin Katharina Hellbach ihre Mandantin nach Hause, verfolgt von Sven. Du bist doch selber daran schuld. Du hast dir das doch selber eingebrockt. Du elendes Miststück. Weißt du, dass ich dich hasse? Ich will, dass du dafür bezahlst. Oh, Herr Schütz, ich glaube, Sie vergessen sich gerade. Wollen Sie ernsthaft, dass ich jetzt hier die Polizei rufe? Sie haben überhaupt nichts zu sagen. Wegen Ihnen bin ich meinen Job losgeworden und werde wahrscheinlich auch nie wieder einen finden. Wegen mir sind Sie Ihren Job losgeworden? Sie sind Ihren Job losgeworden, weil Sie da eine Frau überfahren haben und dann vor Gericht noch gelogen haben bis zum Schluss. Das Urteil wäre nie so schlimm ausgefallen, wenn Sie auf uns gehört hätten. Seien Sie bloß froh, dass Sie schwanger sind. Ansonsten würde ich mich vergessen. Sonst was? Ja, wissen Sie was? Halten Sie am besten Ihre Beschissen. Wagen Sie es nicht, mich jetzt hier zu bedrohen, Herr Schütz. Wagen Sie es nicht. Sie haben noch dafür gesorgt, hallo, dass mir alles kaputt ist. Hey, locker, mach das Landi, wenn du aus. Die Sache ist noch nicht vorbei. Lass die Mädels im Ruhe, verpfeif dich. Du bist doch verrückt, komplett verrückt geworden. Oh, Frau Schütz, ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Ich würde jetzt die Polizei rufen, ehrlich gesagt. Das müssen wir uns hier nicht bieten lassen. Nein, das ist schon in Ordnung. Ich habe schon genug Ärger am Hals. Jetzt das auch noch, nee. Entschuldigung, dass Sie das gerade mit ansehen mussten, aber konnte ja keiner mit rechnen. Was war das denn gerade? Ah, mein Ehemann. Ich bin hier gerade in die Nachbarschaft gezogen und dann gleich so ein Aggro-Typ. Heide Witzka. Wenn ich mich vorstellen darf, Thomas Riehe, mein Name. Hellbach. Mara Schütz. Hallo. Hallo. Hören Sie,
sollte Ihr Mann hier noch mal auftauchen, ja, egal ob heute oder einen anderen Tag, dann seien Sie so nett und rufen bitte die Polizei. Ja, ich hoffe nicht, dass er hier noch mal irgendwie auftaucht. Und ich werde mich auf jeden Fall melden. Ich werde die Polizei anrufen und vielen Dank erstmal für alles. Also ich muss dann auch los, ja? Ja. Machen Sie sich mal keine Sorgen, ich bin ja auch noch da. Ich werde jetzt mal ein bisschen Auge auf Sie werfen, ne? Ja. Gut, dann sind Sie jetzt erstmal in guten Händen, ja? Tschüss, Frau Schütz. Das ist natürlich sehr unerfreulich, dass der Herr Schütz jetzt hier auftaucht und seine Ehefrau bedroht. Aber dieser Nachbar hat einen sehr netten Eindruck hinterlassen und ich hoffe einfach, dass meine Mandantin jetzt hier in der Nachbarschaft ein bisschen Unterstützung erfährt. Sechs Wochen später hat Mara ihr Leben wieder einigermaßen im Griff. Sie bekommt Hartz IV und ist auf Jobsuche als Kassiererin. Zum Glück kann Tochter Jacqueline viel Zeit bei der Oma verbringen. Zwischen dem neuen Nachbarn Thomas und Mara hat sich inzwischen eine enge Freundschaft entwickelt. Wie sich herausstellt, kann die 28-Jährige einen echten Freund auch gut gebrauchen. Hallo? Hallo? Hallo, wer ist denn da? Mann, jetzt lass mich in Ruhe! Wer war das jetzt? Oh, mein Ex-Mann war das gewesen. Oh, scheiße, ey. Wer beruhigt mich? Auch das noch? Warte. Danke. Mann, das ist echt gerade eine Scheißzeit in meinem Leben irgendwie. Okay. Wieso macht dein Ex-Mann so ein Theater? Kann es sein, dass er dich immer noch liebt? Ist eine lange Geschichte, ey. Der soll mich einfach nur in Ruhe lassen und gut ist im Endeffekt, ne? Okay. Ach, Mann. Hammer. Was ist das denn? Ich glaube, ich komme mal besser mit rein, ne? Du, nee, lass mal. Ich glaube, ich habe heute echt noch mega viel zu tun. Gib mir mal. Wer hat da wenigstens deine Tüten noch mit reinschleppen können? Ich habe richtig viel zu tun heute noch. Gib mir mal die Tüten alle. Danke. Tschüss. Ich halte das langsam nicht mehr aus. Erst der Telefonterror und dann das. Aber ich lasse mich von Sven nicht mehr einschüchtern. Ich rufe meine Anwältin an und frage, was ich machen soll.